Hallo, schönen guten Tag an alle, die mir so fleißig geschrieben haben und die meinen Lateinkurs auch ins Abo genommen haben. Ich freue mich da riesig drüber. Nach einiger längerer Zeit der Enthaltsamkeit werde ich mich jetzt doch wieder häufiger melden. Ich habe hier etwas vorbereitet, was in der Grammatiksammlung, die ich schon behandelt habe, noch fehlt. Und zwar sind das im Lateinischen die sogenannten ND-Formen. Dazu muss ich einen kleinen Ausflug in den Deutschunterricht machen. Und zwar machen wir hier einmal, ich habe das vorbereitet, das Lernen ist manchmal schwierig. Und zwar geht es mir einmal um diesen Ausdruck, das Lernen. Man sieht, dass man da ein Verb genommen hat, nämlich das Verb lernen. Davor steht ein Artikel, der, die, das. Also hat man das Verb substantiviert. Deshalb spricht man im Deutschen auch von einem Verbalsubstantiv, also ein Verb, das zu einem Substantiv gemacht worden ist. Da es sich um ein Substantiv handelt, gibt es das in allen vier bekannten Fällen. Das ist der erste Fall oder der Nominativ. Dann habe ich hier die Kunst des Lernens. Beherrsche ich nicht. Der Genitiv dieses Verbalsubstantivs. Achso, ich wollte diese Zwischenräume immer wegmachen. Hübsch, jetzt müsste der nächste kommen. Das klappt hervorragend. Ich kann dem Lernen nichts abgewinnen. Da sieht man, dass es dazu natürlich auch den Dativ gibt. Warum geht das jetzt nicht? Aha. Und das letzte ist, wer mag schon dieses ewige Lernen? Ein Akkusativ, das ich mit einem Attribut noch erweitert habe. Das, was hier im Deutschen aufgeschrieben ist, das gibt es auch im Lateinischen. Und zwar völlig analog. Man nimmt, ich habe hier einmal das Verb discere genommen. Der Nominativ heißt discere. Der Genitiv, das sieht man hier schön, den bildet man, indem man die Endung re wegstreicht. Und dann ein ND dahinter hängt und dann den bekannten Genitiv aus der O-Deklination, also discendi, dann der Dativ, discendo, der Akkusativ ad discendum und der Ablativ, den es im Lateinischen gibt, discendo. Das ist im Prinzip schon alles. Eine ND-Form, wer das etwas genauer haben möchte, man nennt diese ND-Form Gerundium, auf Deutsch Verbalsubstantiv. Kann ich mal dahinter schreiben? Viel mehr habe ich nämlich nicht. Verbal, Substantiv. Jo, so eine kleine Einführung. Wer einen lateinischen Text vorgesetzt bekommt, der findet das auch relativ einfach. Man guckt sich diese zwei Buchstaben an. ND, ND mit den entsprechenden Endungen dahinter. Das war der erste Teil der ND-Form. Leider gibt es die ganze Sache noch ein bisschen komplizierter. Und das machen wir jetzt mal. Das geht jetzt nicht, oder ist ja sowieso egal. Ein kleiner lateinischer Satz: Ars fabulae narrandi difficile est. Man sieht hier, ist eine ND-Form. So. Aber etwas ganz Besonderes: Die Endung ae kommt hier oben nicht vor. Und man kann hier prima sehen, die Endung ist die gleiche Endung wie die Endung bei dem Fabulae, das heißt, diese zwei Wörter gehören aufgrund der Endungen zusammen. Jetzt muss ich da mal so eine Ellipse drum machen. Das habe ich mir fast gedacht. Genauso wollte ich das haben. Sehr hübsch. Fabulae narrandi, wer die A-Deklination kennt, weiß, dass das Nominativ Plural sein kann, Genitiv Singular oder Dativ Singular. Hier ist es ein Genitiv Singular. Ich schreibe einmal die Übersetzung darunter. Die Kunst. Ja, ich schreibe einmal der Geschichte ist schwierig. Und jetzt sieht man, ich habe natürlich das Narrande weggelassen und das sage ich jetzt einmal. Ich habe in der Schule früher gelernt, der zu
erzählenden Geschichte. Heute macht man das etwas hübscher, indem man einen Relativsatz einfügt. Die Kunst der Geschichte, die erzählt werden muss, ist schwierig. Jetzt nehme ich dieses zu erzählende weg. Das ist so ein bisschen komisch. Die Kunst der Geschichte, die erzählt werden muss, ist schwierig. Das hört sich ein bisschen merkwürdig an, aber ich lasse das einmal so stehen. Wer eine etwas schönere Übersetzung haben will, der schreibt natürlich darunter, die Kunst des Geschichtenerzählens ist schwierig. Wir schauen uns jetzt mal an einem zweiten Beispiel an. Da habe ich den Genitiv einmal weggelassen. Hier seht ihr wieder das Gleiche. Dieses A mit diesem korrespondiert mit diesem A. Diesmal versuche ich es mal mit so einer... Das sieht auch nicht schlecht aus. Hier gilt jetzt die Regel, die habe ich unten nochmal aufgeschrieben. Eine ND-Form plus esse wird mit müssen übersetzt. Dann ist das relativ einfach. Die Geschichte muss erzählt werden. Na, das kann ich so natürlich nicht stehen lassen. Das nächste Beispiel. Ja, da gibt es keinen großen Unterschied. Ihr seht, ich scrolle einmal zurück, die I-Endung, die kennen wir hier oben aus dem Genitiv, aber in der O-Deklination gibt es die I-Endung auch noch im Nominativ Plural und man erkennt, dass das hier Plural ist, nämlich an dem Sund. Das kann man jetzt schon, ND plus esse, also die Bücher müssen gelesen werden. Man sieht einmal dieses Müssen hier und worauf ich auch noch hinweisen möchte ist, das ist ja passivisch übersetzt. Mit den Büchern geschieht etwas, die Bücher müssen gelesen werden. Auch hier die Geschichte muss erzählt werden. Also eigentlich müsste ich hinschreiben müssen plus passiv, aber das spare ich mir. Das nächste Beispiel, das kann ich jetzt noch nicht so gebrauchen. Ach, da steht das nochmal, da kann ich das auch stehen lassen. Libri discipulorum a magistris legendi sunt. Da macht man jetzt einmal Folgendes. Man markiert sich dieses Legendi. Und jetzt muss man Richtung Satzanfang gehen, um, wenn es vorhanden ist, ein entsprechendes Bezugswort zu finden. Die Endung magistris passt nicht zu legendi. Die Endung orum passt auch nicht zu legendi. Natürlich passt die Endung libri zu dem legendi. Also habe ich libri legendi sunt wie oben. Die Bücher müssen gelesen werden. Und dann kommt noch so ein Einschub, also so eine Zusatzinformation über die Bücher. Die Bücher der Schüler von den Lehrern müssen gelesen werden. Das ist erstmal grammatikalisch richtig, aber Deutsch natürlich ziemlich holprig. Die Bücher der Schüler müssen von den Lehrern gelesen werden. Also muss man das hier noch da einfügen. Das mache ich jetzt aber nicht. Ja, das ist im Prinzip schon alles. Ich habe es nochmal hier aufgeschrieben. ND plus esse wird mit müssen übersetzt, ND plus non plus esse mit nicht dürfen. Und bei diesem gilt eben, das mache ich jetzt nochmal so ein bisschen fett, damit ihr auch seht, dass ich jetzt ist es weg. Hervorragend. Was wollte ich jetzt sagen? Ist egal, war nicht wichtig. Diese Form nennt man Gerundivum. Gerundium und Gerundivum. Heute, manche Grammatiken nennen das noch, einige sagen nur noch ND-Form. Könnt ihr halten, wie ihr wollt. Wer da genauere Informationen haben möchte, der greift natürlich zu einer Grammatik und liest sich das etwas ausführlicher durch. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen
erklären und die ganzen ND-Formen haben ein wenig ihren Schrecken verloren. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Ganz viele Leute haben mich gebeten, doch einmal so eine komplette Textübersetzung vorzumachen. Da ich die Grammatik jetzt abgehandelt habe, werde ich also demnächst immer einige Texte raussuchen und einmal alle Videos, die ich bisher ins Netz gestellt habe, einmal vormachen. Das, denke ich mir, hilft auch noch weiter. So, das war's. Schön, dass ihr mir wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.